Kandarko. Kanan, Darko, Granus. Die Blutalternative mit Einstellung und Vermögen. Trockenmodellierter Leistungstyp aus internationaler Blutverbindung. Kandarko springt in einer Superart bei erstklassiger Beintechnik und schier grenzenlosem Vermögen. 2016 absolvierte Kandarko den 14-Tage-Test in Schlickau, den er mit der Endnote 8,28, mit der Leistungsbereitschaft 9,0 und den Springanlagen 9,5 an vierter Stelle der 26 Teilnehmer beendete. Frühjahr 2017 bestätigte er diese außergewöhnliche Veranlagung mit der Endnote 8,67 bei einem Vermögen von 9,0 beim Sporttest für vierjährige Springhengste in Münster-Handorf. Er war bisher in Springpferdeprüfungen hoch platziert. Die ersten Nachkommen gefallen durch Größe und Bedeutung, sportliches Outfit und Elastizität in der Bewegungsdarstellung. Der Vater Kanan war selbst mit François Mathy Junior und Michel Écart international erfolgreich, lieferte über 200 internationale Springpferde, unter anderem den Olympiasieger Nino de Boissonnette und das Steve Gerdin, und steht seit Jahren in der Spitzengruppe der WBFSH-Weltrangliste. Muttervater Darko führte über Jahre die WBFSH-Weltrangliste der Springvererber an. Unter Ludo Philipparts platzierte er sich über lange Jahre in großen Preisen, Nationenpreisen und Weltcup-Springen. Von seinem Zuchtgebiet, WWP, zum Ambassador gekürt, stellte Darko mit Sophie unter McLean Ward, Valentina van Heike unter Jos Lansing, Winning Mood unter Luciana Denis und Parco unter Ludo Philipparts absolute Topsportler. Die Großmutter, Granita, Tochter des überragenden Springpferdemachers Granus, lieferte vier sportlich erfolgreiche Nachkommen, darunter der gekürte Hengst Kantari Stern von Cornet Obolensky. Kandarko präsentiert die westfälische Stutenfamilie 105 Gitter, woraus auch der gekürte Hengst Clintop hervorging. Kandarko, überragende Springqualität mit internationalem Background. Das war Kandarko. Optimaler, eindrucksvoller Blutkombination.